Hallihallo, wie versprochen, ein Video von Ubuntu 14.04 habe ich hier in VirtualBox installiert. Gut, schauen wir uns mal an, ich habe schon mal ein paar Versionsinfos rausgezogen. Wir haben momentan zum Zeitpunkt dieses Videos ein Kernel 3.13.024 Generic. Ich habe mir hier die 32-Bit-Version in die virtuelle Maschine mal installiert. Und wir haben Ubuntu 14.04 LTS, das ich mittlerweile auch schon ohne die Information Developer Branch oder Development Branch meldet. Also wir sind quasi schon fertig. War noch nicht ganz zeitgleich. Update habe ich natürlich gefahren. Ne? Klar. Python Version 2.7.6. Unity habe ich momentan 7.2.0. Firefox 28.0. Thunderbird 24.4.0. Wer sich wundert, warum ich die Version so umgeleitet hat, kommt sonst eine Fehlermeldung. Der Bug ist bekannt. GIMP habe ich mir jetzt zusätzlich installiert. Wenn ihr GIMP installiert, hättet ihr jetzt nachinstalliert 28.10. Das Software Center ist im Moment noch auf Version 13.10. Kann sein, weil ich noch vor der offiziellen Release bin. LibreOffice hat 4.2.3.3. Und den Ubuntuan-Client und Ubuntuan-Client-Data habe ich mal gleich gepurged, also komplett runtergelöscht, wird nicht mehr unterstützt. Nicht, dass ihr da in die Verlegenheit kommt und denkt, ihr könntet euch noch ein Backup machen auf Ubuntuan. Gut, haben wir nämlich eine Systemeinstellung, ne? Systemeinstellungen. Und wenn man standardmäßig da den Einstellungen folgt, wenn das hier ein bisschen langsam läuft, ich habe meiner virtuellen Maschine nur eine CPU zugeordnet. Datensicherung, ne? Da würde sonst standardmäßig Ubuntuan sichern. Ne? Das ist dann jetzt nicht mehr so möglich auf Ubuntuan. Ne? Würde dann scheitern. Deshalb habe ich Ubuntuan gleich gepatcht. So. Was haben wir noch? Gehen wir mal hier durch. Entschuldigung, gut, ein Fehlerbericht, ne? Was haben wir denn? Das ist doch mal Kontrollzentrum. Hat im Moment noch kleinen Bug. Ne? Kann man natürlich abschalten, habe ich auch schon mal gezeigt. Kann man aber ignorieren, wir können auch fortfahren. Gut, ich bin noch ein bisschen früh dran mit dem Review-Systemeinstellung. Schauen wir mal. Wie gesagt, dann habe ich mir hier die Ubuntuan-Logos mal weggemacht und dass das auch hier verschwindet, weil gibt's bald nicht mehr Informationen. Ich bin hier unter Ubuntu 14.04 Trusty-Tar. Ja, eine virtuelle Maschine, der ich nur 1 GB gegeben habe. Und Grafik wird hier Chromium angezeigt, weil hier der VirtualBox Guest Edition Treiber für die Grafikkarte drin ist. Also das ist okay. Im Moment habe ich hier ein 32-Bit, ihr könnt auch gerne 64-Bit, ist mittlerweile Standard. Rechtlicher Hinweis, Suche im Dash ist immer noch auf Englisch. Das sollte mal vielleicht mal eingedeutscht werden. Gut, Suche im Dash, das bringt mich wieder auf Sicherheit und Datenschutz. Gut, wenn ihr es erste Mal installiert habt, am besten mal das aus. Ganz wichtig, Suche im Dash, sonst erscheint beim Klicken hier drauf immer allen möglichen Kram. Diagnose, Fehlerberichte an Canonical, wenn ihr die Fehlerberichte ignorieren wollt. Wenn ihr das machen, ist aber eine sinnvolle Sache. Normalerweise lasse ich das eingeschaltet. Gut, alle Einstellungen. Schauen wir mal, was gibt es denn Neues? Darstellung. Ja, wir kennen den Launcher, den Starter. Der lässt sich jetzt bis auf 16 runter. Sizen, ne? Das ist ganz klein. Also wer den noch nie gemocht hat, kann den ganz schön in die Ecke schubsen. Als Themen haben wir immer noch Ambience, Radiance und High Contrast. Radiance werden ist so ein bisschen weißlicher. Ne? Weißlicher, gut. Radiance, Ambience. Hintergrundbilder haben wir natürlich ein paar neue, aber ich sag mal, die sind nicht jetzt so der Hit. Kann man mal so lassen, wie es ist. Erstmal Verhalten. Verhalten, was haben wir neu? Ne? Uns hat immer gestört, dass wir hier oben klicken müssen, obwohl wir hier ein Fensterchen aufhaben. Und das kann man wieder in die Titelleiste des Fensters verbannen. Ne? Dann ist es hier. Normalerweise war es letztens immer so, ne? dass man da oben klicken musste. Ne? Das ist der Unterschied. Das ist, kann man in die Titelleiste verbannen.
Wird aber auch nicht durchgängig bei allen Anwendungen so durchgehalten. Ne? Zum Beispiel, wenn man Synaptic sich installiert, dann ist es wieder wie früher. Ne? Da hat man die Titelleiste, wo nur der Titel steht. Und darunter halt das Menü. Also das ist noch nicht ganz durchgängig. Ne? Arbeitsflächen aktivieren, Arbeitsflächen umschalter, ist klar. Dann sieht man die Arbeitsflächen, hat man vier Arbeitsflächen, kann man umschalten auf vier Arbeitsflächen, wie gewohnt. Gut, den Starter automatisch ausblenden, das mache ich sowieso nicht. Symbol zum Anzeigen des Schreibtisches, also das wäre, ja gut, einfach mal ausblenden, einblenden, gut. Damit man an den Desktop-Hintergrund kommt, auch kein Ding. Gut, Verhaltenseinstellung, ja mein Verhalten, das kann man wohl nie wieder korrigieren. Verhaltensgeschert. So, das war ganz nett mit dem Dingenskirchens hier. Ich gehe jetzt mal in Nautilus, der immer jetzt Dateien heißt. Hilfe, Info, Nautilus hat 3.10.1. Dass es immer noch der Nautilus ist, sieht man an der Lizenz. Und da steht Nautilus. Ne? Dateien heißt hier, auf Englisch heißt das Ding Files. Vieles. Vieles hat sich hier nicht geändert. Ne? Vieles nicht. Kann man so lassen. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt die Geschichte mit die Menüs hier in die Titelzeile verbannen. Wenn ich jetzt doppelklicke, ist eigentlich so, wie ihr es hier so gewohnt seid. Doppelklick, ne, ist es da. Ne? Gut. Ganz nett eigentlich. Gut gemeint. Schwierig wird es manchmal beim Verschieben eines Fensters. Ne? Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt hier los oder loslassen? Ne? Klicken, festhalten heißt schiebe. Klicke ich länger und nur einmal, dann wird los ausgelöst. Gut, also da muss man aufpassen. Da wird man sich des Öfteren vertun. Gut, kann sich jeder so einrichten, wie er denn möchte. Ansonsten hier nichts Aufregendes. Was haben wir noch? Helligkeit und Sperren. Das sollte man, ja gut, mal von 5 Minuten auf ein bisschen höher. Ne? Gut, sonst hat man nämlich dauernd dunkel. Alle Einstellungen Online-Konten haben wir drin. Habe ich gesehen, bei der Suche im Dash kann man zum Beispiel auch Google Drive machen. Ne? Wenn man jetzt Google Drive hätte, könnte man auch beim Suchen im Dash auf die Google Drive gehen. Ne? Suchergebnisse filtern, ja, lokale Anwendung, Software Center kann man hier einstellen. Und Game of Drive. Also Google Drive könnte man hier sich auch noch einblenden lassen. Muss man natürlich das entsprechende Konto einschalten. Gut, Sicherheitsdatenschutz hatten wir gerade. Sprachen ist klar, Texteingabe. Aktuelle Eingabequelle in der oberen Menüleiste anzeigen. Ne? Wenn das hier stört, ne? Kann das hier ausschalten. Dann ist das Ding in der Weg. Sehr schön. Was man hier wahrscheinlich nie lernen wird, dass man auf einer deutschen Tastaturbelegung vielleicht mal deutsche Belegungsnamen hätte. Ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, Ö und Ä ist ja alles richtig. Aber das heißt nicht Backspace auf Deutsch und nicht Insert Delete und nicht Page Up und nicht Page Down. Gut, sollte man vielleicht mal ändern. Alle Texterstellungen, Anzeigegeräte. Was haben wir denn da Schönes? Dieses Momentchen warten. Vergrößerungsfaktor, das ist schön. Hatten wir sonst nur beim Gnome-Tweak-Tool. Mittlerweile kann man hier einfach die Vergrößerung einstellen. Ist doch ganz nett zum Beispiel für meine Videos. So zum Beispiel 1,8, 1,5. Dann wird alles ein bisschen größer. Gerade für die Leute mit dem Touchscreen, auch die Knöpfe vergrößern sich. Das war auf einem Touchscreen-Display immer so ein Problemchen, dass man mit seinen dicken Fingern das hier nicht erwischt hat. Anzeige mit den größten Kontrollflächen, mit den kleinstmöglichen, kann man hier einstellen. Alle Einstellungen. Ich habe immer noch kleine Fehlerchen. Gut, wir sind noch in einer recht frühen Version. Wann sollte man eigentlich umsteigen, wenn man jetzt wirklich sich entschieden hat? Ne? Man hat vorher mit der Live-CD getestet. Umsteigen wann? Am besten erst in 2 Monaten. Warum? Nun, Ubuntu trifft auf tausende, Millionen neuer Rechner und da müssen einige kleine Bugs, wie gesehen, erst noch behoben werden. Bei mir lief zum Beispiel Rekord My Desktop nicht durch. Deshalb hier in der virtuellen Maschine und nicht unter Ubuntu selbst. Gut, was habe ich noch gesehen bei Clunk?
ist hier oben was erschienen. Stummschalten, lauter, bla bla bla. Eingang, bla bla bla. Seht ihr mich gerade schwätzen? Lautstärke in der Menüleiste anzeigen ist eigentlich ganz sinnvoll, kann man aber ausblenden. Kann man wieder ein bisschen Platz sparen, wenn man es denn will. Ubuntu geht ja in die Richtung ein Betriebssystem, eine Codebasis für alle Endgeräte, zum Beispiel auch für Smartphone. Deshalb spart man hier Platz und auch mit der Menüleiste und so weiter. Soll ja alles sowohl auf Tablet als auch Smartphone als auch Desktop laufen mit einer Codebasis. Das ist Ziel der Nummerleistung. Was kann man da noch? In den Bereitschafts-, nicht in Bereitschaft gehen oder nach einer Stunde und so weiter kann man hier einstellen. Gerade für Laptop-Besitzer vielleicht ganz witzig. Netzwerk. Schauen wir mal, was da. Wie gesagt, bin ja virtuelle Maschine. Hardware-Adresse, Kabel gebunden, an, aus, Flugzeugmodus kann man an, ausschalten. Man sieht hier natürlich auch noch seine Funknetzwerke, sofern man WLAN hat. Ne? Mit den Optionen kann man die Einstellungen machen. So, andere IP-Adresse, feste IP-Adresse und so weiter. Tastatur, da ist eigentlich nichts Besonderes. Gut, hier könnte man sich, wenn man zum Beispiel irgendeine Tastaturkürzel vermisst, richtig wieder einstellen. Wie gehabt, ist aber nichts Neues. Benutzer, da habe ich was Neues gesehen. Erstens hat The Rackrunner, was wohl ich bin, einen grünen Punkt. Ne? Also man kann mich quasi in die Tonne kloppen. Ja, und das wäre biologisch sogar sinnvoll. So, meinen Namen in der Menüleiste anzeigen. Ne? Sollte dann da so erscheinen. Ja, wunderbar. Ne? Kommt man auch besser an das Zahnrad dran. Was aber nicht so schön ist. Ne? Gut, den Verlauf gab es wahrscheinlich irgendwie schon immer. Irgendeine Logdatei auf unserem Rechner. Aber jetzt kann sich die quasi jeder ansehen. Ja, zum Beispiel mein Chef. Ne? Wann ist er mal wieder eingeschlafen? Wann tut er noch nichts? Sehr schön. Ja, gut. Alle Benutzer, ja gut, sehr schön. Sonst was Besonderes, Zugangshilfen, Onboard hatte ich gesehen. Da gab es eine Kleinigkeit, Texteingabe. Onboard benutze ich gerne, deshalb nicht nur, weil ich allgemein total plemplem und behindert bin, sondern fürs Touchscreen. Ne? Bildschirmtastatur kann man einschalten. Und wenn sie dann mal erscheint, ne, wenn man erscheint, gut, beim nächsten Start erscheint die dann. Gut, könnte ich hier simulieren. Oder ich gebe einfach mal Onboard ein. Onboard. Das ist das Ding, was aussieht wie Damenhygienemittel, ne? OB. So. Beim Bearbeiten Onboard versteckt starten kann man die einstellen. Was hatte ich da gesehen? Thema. Ne, irgendwo, irgendwo. Tastatur erweitert. Irgendwo war das. Kann ich mir lange dauern? Also, da. Hier sieht man bei der Tastaturbelegung von Onboard, dass man entweder Full Keyboard oder Phone anwählen kann. Onboard kann man so auch zu einer Phone-Tastatur machen, ne? Oder ganz schmal. Achtet bitte darauf, dass, wenn das hier eingeschaltet ist, eure Tastatur gelockt wird. Hatte ich auch schon mal gezeigt. Also das ist jetzt standardmäßig aus. Finde ich gut. Vorschläge anzeigen, das ist man vom Smartphone gewohnt. Ne? Da tippt man drei Buchstaben und bekommt Vorschläge. Nur, dass die eingegebenen Worte hier gelockt werden, habe ich schon mal bemängelt. Gut, ansonsten nichts Aufregendes Neues. Es geht eigentlich mehr oder weniger nur darum, ein stabiles System für die nächsten 5 Jahre zu kriegen und das dann auch auf verschiedenen Desktop-Umgebungen läuft. Ne? Wie gesagt, schon mal auf dem Tablet. Auf dem Phone oder auf dem Desktop. Gut, unsere Lieblinge. Da wird wahrscheinlich bald wieder Werbung erscheinen. Im Moment, weil ich hier in einer frühen Version bin, erscheint ja erstmal wohl nichts. Aber demnächst erscheinen ja nicht nur unsere Lieblinge, sondern wieder Werbekram. Ne? Deshalb nutze ich lieber anstelle das hier Synaptik-Paketverwaltung. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Dürfte ein erster kurzer Überblick sein. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Zeige euch mal kurz noch die Vorgabeprogramme. Und tschüss.